So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker. Wie ich es letztes Mal angesprochen habe, hat Aggressor mir Levelcodes geschickt. Zwei Stück. Und die machen wir jetzt auch. Damit ihr mir auch nicht die Kommentare schreiben könnt. Du hast die Codes vergessen. Ja, habe ich nicht. Ich mache sie jetzt nämlich schon. Haha, siehst du mal. So, TQD F0H. Und diesmal habe ich mich auch garantiert nie verschrieben, weil ich habe einfach Screenshots gemacht. Wenn jetzt also kein Level kommt, ist HF schuld. HF, Aggressor. Habe ich letztes Mal ein Part Aggressor gesagt oder HF? Ich weiß es nicht. Es hat jedenfalls Aggressor, hat mir die Dinger geschickt. Wait. Das war ein Scherz. Moment, habe ich mich? H6P TQD. Oh. Habe ich. Vielleicht ist Aggressor doch nicht schuld. Das sieht schon besser. Ja, okay. Das ist ein Level, was wir uns anschauen. Aber ich verstehe, warum er es mir geschickt hat. Tohu. Mhm. Ich glaub's auch. 0,15. Jetzt schauen wir mal, was daraus gemacht wurde. Ja. Ja, das ist Tohu. Es fehlt nur leider die Tohu-Musik. Aber die kannst du halt hier nicht einbauen. Das ist halt das Problem. Das ist klar. Ach so, Ich muss die auch angreifen. Ja gut, ich wollte nur ausweichen. Ich sollte die auch angreifen. Aber dann reduziere ich die Pflanzen ja enorm, je mehr ich hier kaputt mache. Dann ist es ja plötzlich viel einfacher, als ich gerade dachte. Zumindest der erste Teil. So, jetzt noch einmal und dann ist das gewesen. Ach so. Ich dachte, ich kriege einen Schlüssel so für zwischendurch. Ja. Cool. Irgendwann hat man dann gar keine Möglichkeit mehr, noch an die On-Off-Dinger heranzuspringen. Oha, ich verstehe. Das ist eine coole Idee. Also möglichst schnell hier aufräumen. Weil je länger du brauchst, um aufzuräumen, vor allem die ersten Dinger. Jetzt lass mir erstmal das Feuer durchlaufen. Damit das nicht nachher stört. Und je mehr ich jetzt hier schon reduziere, umso weniger muss ich mich gleich hier drum kümmern. Ne? Das ist jetzt habe ich halt schon viel weniger Gegner hier. Also da kann man sehr geschickt vorgehen. Und jetzt ist es noch weniger. Jetzt sind es nur noch zwei Knochenviecher auf einer Seite. Oh, jetzt habe ich allerdings das Problem. Jetzt ist es irgendwie sehr unregelmäßig geworden. Und gegen die Viecher kann ich jetzt gerade nichts tun. Aber die schießen ja weiter, während ich hier... Okay, jetzt kann ich wieder. Ja, ich habe hier relativ wenig Möglichkeit, was zu... Oh mein Gott. Was zu tun. Oh boy. Jetzt kommen schon die nächsten. Ich sehe halt nichts mehr. Hilfe. Ja, jetzt kommen Magic Koopas dazu. Natürlich. Ich habe keine Chance. Ich komme nicht mehr raus hier. Ich komme nicht mehr. Ich kann nicht mehr hochspringen. Wann soll ich noch hochspringen? Jetzt kommt der da. Ich kann nicht ausweichen. Shit. Uff. Kommen wir noch mal weiter als bis zu den Magic Koopas.
Also hier möglichst ganz schnell alles aufräumen. Und bei den... Ich muss die halt schnell loswerden. Ich darf das nicht eskalieren lassen. Das gilt jetzt für alle gleich. Ich darf das nicht eskalieren lassen. Ich muss so viel wegspringen wie möglich. Wegspringen. Ja, doch. Ich muss jede Chance nutzen, dagegen zu springen. Mist. Mist. Großer Mist. Ganz großer Mist. So, jetzt warten wir, bis das Feuer weg ist. Schon mal auf. Dann können wir die schon mal wegschieben. So. Jetzt ganz schnell. Aber es ist halt ziemlich... Ja, es ist halt ziemlich RNG-belastet, ne? Weil das ist überhaupt nicht identisch wie die Schießen. Das ist schon... Uff. Sehr schwierig. Und sehr zufällig. Also anders als bei Tohu hast du halt kein festes Muster, wie die Dinger kommen. Wobei das jetzt gerade relativ ähnlich war. Vielleicht hast du doch ein festes Muster teilweise. Weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, hier kriege ich mal mehr, mal weniger. Ja, jetzt habe ich halt... Das wirkt sehr, sehr random. Der Teil wirkt sehr, sehr random. Die Pflanzen scheinen noch relativ ähnlich zu sein, weil die ja auch zielschießen. Und wenn ich die gleichen Sachen mache, machen die auch die gleichen Sachen. Aber die Knochen und Kanonen, glaube ich, sind relativ random dann. Nicht sicher. Mist. Aber es ist cool. Es ist schon cool. Es hat schon was. Also auf jeden Fall schön, sowas mal zu spielen hier in Mario Maker. Aber... Ich glaube, weiter als bis zu den Magic Koopas komme ich nicht. Und jetzt ist hier schon... Jetzt habe ich es ganz anders irgendwie hingekriegt. Jetzt habe ich hier links die schon losgeschickt und rechts kommen die noch gar nicht. Jetzt wird es kritisch. Weil jetzt... Oh Gott. Jetzt habe ich ein richtig fettes Problem. Weil es kommt von... Wie habe ich das denn geschafft, ey? Jetzt wird nämlich von rechts schon der, die... Ja, keine Chance. Jetzt kommen von rechts nämlich schon die Stachelviecher. Und links habe ich noch gar nicht... Hä, aber müsste es nicht gleichzeitig passieren? Hab ich... Hä? Was ist passiert? Aber wie habe ich das gerade geschafft, dass die unregelmäßig gekommen sind? Also, dass plötzlich links mehr war als... Das hatte ich nicht verstanden. Aber ist ja auch egal. So, jetzt warten wir. Jetzt habe ich halt schon wieder ein Problem. Ich komme nicht mehr durch. Ich komme hier nicht mehr durch. Wir waren recht weit, glaube ich. Ich weiß nicht, wie weit wir waren, aber wir waren recht weit. Was ist der Weltrekord? Drei Minuten.
Wir waren nicht weit. Wir waren überhaupt nicht weit. 3 Minuten. Einen Scheiß waren wir weit, um Gottes Willen. Alles klar. Ich habe keine Ahnung. Ich komme nicht mehr durch. Ich komme nicht mehr durch. Mist. So, aber jetzt ist wieder alles gleichmäßig. Ne? Mit dem Problem, ja, dass da ein Knochen hinter der Kugel ist. Okay, letzter Versuch. Dann gucken wir uns das andere Level von Aggressor an. Also, ist nicht von Aggressor, ne? Aber den Level vor stark. Yo! Oh, das war viel zu bald. Mist. Aber ich hab halt... Ich weiß halt nicht, wann ich da jetzt noch springe. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Jetzt mal einmal... Jetzt kommt aber ein Knochen von... Oh. Nee. Okay. Cooles Level. Aber das war's. S9H. S9H. 9VV. BTG. Kabuki Quantum Fighter Stage 5. Was? From an Obscure NES Game. Ah, okay. Wollte schon sagen, ich kenne das nicht. Ich kriege einen Power. Sehr großzügig. Kannst du dich mal... Danke. Okay, ich nehme an, irgendwas geht schief, wenn wir den noch aufdrücken. Deswegen drücken wir den jetzt einfach mal noch nicht. Da ist eine Lücke. Eine. Eine Lücke. Wait, was ist da oben? Wait, was ist da oben? Da kommt was hoch. Die Lücken haben's mit mir. Ah, da komme ich doch wohl hoch. Tschüss, Koopa. Nee, komme ich nicht. Okay. I tried. Das ist mein Ernst. Egal, wir gucken mal, was noch so kommt. Noch ein Hammer, Bruder. Das da. Hey, ich... Diese Lücke! Was mache ich denn? Okay. Okay. Alles klar. Ich bin einfach dumm. So, schick mir das mal vorher los, dann ist er nämlich gleich weg. So, danke. So, wir drücken den nicht. Wir warten ab, was passiert. Wir gehen nicht in die Lücke. So. Wir räumen hier erstmal auf, bevor wir hier irgendwas drücken. Auch die räumen wir erstmal auf. So.
Kann ich die da auch erstmal aufräumen? So ein bisschen. Naja, so ein bisschen. So, mach dich da mal weg. Dann kann ich hier hoch. Ich habe halt noch keine Ahnung, wohin das führt. Aber irgendwohin wird es wohl führen. Mist. Okay, hier unten ist Boden. So, wir hängen uns mal wieder hier rein. Und jetzt passieren Dinge. Ich verstehe den On. Ich verstehe überhaupt nichts. Vielleicht sollte ich das Ganze einfach mal als normales Level betrachten und nicht als irgendwas Spezielles. So, es ist einfach ein Level. Warum gibt es hier einen On-Off-Switch? Oh mein Gott. So, was macht der jetzt? Kann man auch... Oh, diese Lücke! Das gibt's doch nicht! Alter. Wie oft bin ich jetzt schon in dieses Ding reingesegelt? So, was passiert, wenn ich den drücke? Warum sind jetzt hier Blöcke, die da hochführen? So, was? Kann ich jetzt da hoch oder was? Was will mir das? Kann ich. Und jetzt ist da eine Tür. Komme ich da irgendwo? Oh mein Gott, komme ich hier etwa? Ich baue mal hier eine Brücke. Ich könnte mir vorstellen, dass man gleich da... Aber ich muss vielleicht auch jetzt nicht alle Blöcke hier oben setzen. Ich laufe ja nicht drüber, ich kann ja drüber springen, theoretisch. Ja, man kommt da gleich hoch. Irgendwo geht das jetzt gleich los. Ich darf nur nicht vorher auf den Dingern landen. Scheiße. Komme ich als Kleiner da auch noch hoch? Ja. Ja, da müssen wir jetzt leider rausfinden, was da überhaupt los ist. Aber jetzt sind halt die Dinger weg. Ach so. Ja, aber... Geht's da jetzt irgendwie hoch oder ist da alles dicht? Ja, so finden wir das nicht raus. Jetzt muss ich wieder rüber. Spawnen zu lassen und dann zu gucken. Da ist aber auch alles dicht. Hä? Ist hier dann eine Lücke? Nein. Ja, dann komme ich da ja nicht hoch. Wozu kann ich dann da hoch? Was will ich da? Um die Tür zu sehen vielleicht. Ja, aber wozu sind dann überhaupt diese Dinger da, hier da? Das ergibt ja auch nochmal keinen Sinn. What? Und von hier komme ich ja nicht... daran. Ah, hier ist er dicht. Und hier komme ich ja... Hey, ich verstehe halt überhaupt nicht, was ich hier tun soll. Kann man das Ding nicht ran? Ja, ich teste doch nur. Chill. Ich verstehe halt den Sinn nicht von dem ganzen Kram.
Spielen wir einfach mal wieder nach rechts weiter, würde ich sagen. Das da oben scheint mir nichts zu bringen. Aber die Tür hat mich halt irritiert. Was ist in der Tür und wie finden wir das raus? Ach komm, ey. Oder kann ich... Wait. Ich muss es nochmal... Ich muss es nochmal kurz probieren. I'm sorry. Ich muss das nochmal ganz kurz probieren. Und zwar... Ach. Alter. Alter. Alter! Danke. Und zwar könnte es ja sein, dass da hinten... Mach jetzt doch mal alles voll übrigens. Dass die Blöcke so sind, dass ich als Großer vielleicht hochspringen kann und als Kleiner nur nicht. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Vielleicht kann ich, wenn ich da drauf stehe, dann durch die Blöcke sozusagen durch. Und als Kleiner geht es aber nicht. Wäre möglich, ich weiß es nicht. Aber ich verstehe nicht, warum da die Plattformen sind so, ne? Nee, das ist die... Nee, die sind zu niedrig. Nee, die sind genau zwei zu... Also die sind genau, da komme ich halt... Hey, ich verstehe es nicht. So, jetzt ist alles dicht gleich. Gut, das kann ich mit der Plattform gleich nochmal machen. Oder auch nicht. Weil es nicht mehr kommt. Hey, ich raff's nicht. Was, warum ist das da? Ja. Cool. Ja, das ist passiert. Ja, keine Ahnung. Wir lassen die jetzt mal gedrückt. Und ich versuche jetzt mal als Großer hier hinzukommen. Aber das, ich glaube auch nicht, dass ich da als Großer... Nee, da mache ich genauso einen Abflug. Oh mein Gott! Okay, wir kriegen die Tür. Muss ich am Ende den Weg da oben zurück oder was? Was? Ich spiele das jetzt mal ganz normal. Wie wenn es diesen ganzen Teil da oben einfach nicht gäbe. So. Hier waren wir nämlich noch nicht. Ja, ja, ist egal. Niemand interessiert sich dafür. Das wäre natürlich komplett wild, wenn es... da ist mein Ziel. Und da komme ich rein über... Oh mein Gott. Indem ich hier schon mal nicht runtersegel. Wie ein ganz großer. So, sondern hier durchkomme. So. Okay, das ist eine Röhre. Und die Röhre... Willst du mich... Ach, da geht's hoch.
hier ist dann dieser Bosskampf, um den es eigentlich geht, oder was ist hier? Mist. Hier geht's auf jeden Fall irgendwie weiter. Wir sehen jetzt leider nicht wie. Und es gibt auch keinen Checkpoint. Okay, dann spielen wir gleich nochmal hier hin. Sonst drücke ich den einfach nicht, weil ich wüsste nicht warum. Ich habe keinen Grund gesehen, warum ich den drücken müsste. Wir spielen einfach mal weiter, so. Am Ende werden wir schon checken, wie das Level funktioniert. Jetzt tun wir einfach mal, wie wenn das alles da oben nicht wäre und es auch keine Relevanz haben wird. I don't know. Und ich krieg da eh eine Blume wieder. Also wenn ich jetzt alles verliere, ist es egal. Ich krieg da hinten ja meine Blume wieder. Da nämlich. Ja, oder so. Und damit ist das sowieso egal. Und auch hinter der Röhre kriege ich meine Blume wieder. Aber ich habe... Oh, nee. Ich hasse alles. Aber ich habe das Gefühl, man muss hier Brücken bauen und dann an dem Rest des Levels irgendwie auch. Das gefällt mir. Komme ich hier hoch mit Anlauf eigentlich? Natürlich nicht. Aber da komme ich mit Anlauf rüber. Trotzdem check ich die. Ich check hier gar nichts. Ach nee, Mann. Hä? Ach so. Die Plattform ist wieder weg. So, mach dich weg. So. Jetzt gehen wir erstmal hier entlang, weil keine Ahnung. Ah, shit. Wait. Komme ich jetzt da gar nicht mehr hoch? Ah, hier komme ich. Okay. Hä, hey, aber man macht jetzt hier ja dicht. Ach. Alter. Nee. Was? Ich hätte mich nicht duckt. Wieso habe ich mich geduckt? Oh, ich kam nur deswegen hoch, weil ich gestanden habe. Ach, fuck. Ach, weil ich gestanden habe, kam ich. Ja, verstehe. Verstehe. Was ein Quatsch. Was ein kompletter Quatsch. Will ich nachher hier überall Brücken? So, ist mir wurscht. Ich kriege eh den Pil, die Blume da hinten. Who cares? I don't. Hier, gib mir das. Tschüss. So, jetzt geht's hier hoch. Oder wie? Also ich muss ja da rein. Dann spielen wir jetzt mal hier weiter. So. Bevor ihr mich hier irgendwann killt, kill ich euch. Dann können wir jetzt da hoch. Yay. Dann ist da eine Tür, wo ich noch nicht... Oh Gott. Okay.
Okay, jetzt kann ich hier einfach in die Tür laufen. Das ist ja sicherlich richtig. Fühlt sich komplett richtig an, in die Tür da einfach zu gehen. Ja, klar. Ah, ich verstehe, wofür das da ist. Das ist dafür da, um Anlauf zu sammeln. Glaube ich. Dass man dann hier... Oder auch nicht. Oder kann ich? Warte mal. Ah, ich kann an den ran. Ach so. Ja, da schießen einfach random Kanonen aus. Okay, die Kanonen ergeben zumindest jetzt... Wie konnten die mich... Alter. Jetzt haben sie doch noch Sinn ergeben, die Kanonen. Das gibt's ja wohl nicht. Nein! Schon wieder! Die sind einfach für die dummen Connets, die hier runterfallen. Genau dafür sind die Kanonen da. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gucken uns die Tür an. Okay, es gibt 4 weitere Türen, die falsch sind. Aber es war ja offensichtlich, dass die falsch ist. Warum ist die überhaupt da? Ach so, falls man durch den... Ah, ich verstehe. Die Tür ist da, falls man so blöd ist und nicht rechtzeitig mit dem, von dem Fließband kommt und dann da runter segelt. Das ergibt Sinn. Ist aber dumm. Oh mein Gott, jetzt habe ich... Jetzt kann ich meinen... Ich wollte sagen, jetzt habe ich meinen... Kann ich meinen Hit hinten nicht nutzen. Bin aber eh... Entschuldigung, um Gottes Willen. Bin aber eh komplett gestorben. Was mache ich denn jetzt hier? Willst du mich veralbern? Danke. So, hier, den Hit nämlich. Den würde ich nämlich ganz gerne nutzen. Ich hab... Knacks. Was? Okay. Hä, wer ist das denn? Muss doch jemand sein, den ich kenne. Hä, hat sich da jemand umbenannt? Kann man sich umbenennen? Oder bin ich einfach gerade... dumm? Wahrscheinlich habe ich gleich einen Knacks. Ah, nein! Oh, geil. Ohne Treffer. Runtergesegelt. Sehr gut. Na, hier könnte man auch wieder hoch. Aber das ist ja alles Quatsch. Also, was will ich vor allem da oben? Also, da ist ja nichts. Oder taucht dann da plötzlich eine Röhre auf? Eine gelbe Röhre. Kommst du her? Danke. Jetzt spielen wir das Level halt wieder mal einfach weiter. Es ist ja nicht so, dass es da nicht weitergeht. Man könnte es ja einfach weiterspielen. Das Verwirrende ist ja nur, dass da ganz viel anderer Kram ist, von dem man nicht weiß, was man davon halten soll. Das ist ja das Ding. So, an sich könntest du... An sich wäre das Level überhaupt nicht verwirrend, wenn da nicht so viel anderes Zeug wäre. So, wenn das da wäre, was ich jetzt gerade halt spiele, dann wäre das Level halt klar, wie es... Oh mein Gott. Kann ich das irgendwie skippen? Oh ja, könnte ich theoretisch sogar. Dann ist halt die Zeit noch hier ein Problem. Ich habe halt keine Ahnung, wie lang das Level ist. Und was hier von mir verlangt wird im Endeffekt dann. Ja, ich könnte das skippen. Cool. Aber wer segelt denn da in die Tür runter? Als wäre es denn so blöd.
Ich bin ja freiwillig reingegangen. Das ist ja was anderes, bevor jetzt wieder jemand schreibt, hier, du bist doch in die Tür gegangen. Ja, bin ich. Ich wollte in die Tür gehen. Ich wollte gucken, was da ist. Nice. So, jetzt könnt ihr mich hier mal alle... Shit. Okay, wir warten. Ich hab's verstanden. Ja, ist egal. Kümmert mich. Okay, hier geht's jetzt hoch. Langsam. Das hört wieder den Kopf drauf. Wer hätte es erwartet? Aber so ein Checkpoint wäre halt auch zumindest mal so ein Signal. Hey, du machst irgendwas richtig. Du kannst halt von der Stelle aus das Level noch schaffen. Hier kommt dann überhaupt nichts. Aber jetzt komme ich schon wieder solche versteckten Blöcke. Ich kriege hier gleich. Ja, ist mir nicht aufgefallen. Hi. Stopp. Aha. Okay. Hui, langsam. Ist das die Zielröhre? Das ist die Zielröhre! Das Level... Ich duck mich lieber nicht, bevor hier nochmal so ein Block auftaucht. Das Level ergibt hinten und vorne überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe... Was ist das alles? Warum ist das alles da? Ich habe Fragen. Quantum Fighter Stage 5. Das muss ein sehr obskures NES-Game gewesen sein, ja. Aber danke fürs Vorschlagen, Aggressor. Und danke fürs Zuschauen. Und tschüss.